Der Sven ist 15. Er ist frustriert und fühlt sich nie so richtig wohl. Von anderen Meinungen hält er wenig. Vieles, was andere machen, findet er nicht gut. Gleich wie seine neuen Kollegen in verschiedenen Chats. Er radikalisiert sich. Aber was heisst das genau? Und wie passiert das? Damit das Zusammenleben funktioniert, halten wir uns an Regeln. Die sagen, was okay ist und was nicht. Zum Beispiel, dass man andere so behandelt, wie man auch selber behandelt werden will. Oder dass jede und jeder darf denken, was sie oder er will, und man andere Meinungen respektiert. Alle Gruppen haben so Regeln, damit sie funktionieren. Zum Beispiel die Schulklasse, wo man einfach dazugehört und sich nicht hat auslesen können. Und dann hat natürlich auch das Land, wo wir leben, Regeln. In unserem Fall die Schweiz. Je älter das man wird, desto mehr kann man sich seine Gruppe selber aussuchen und selber bestimmen, wo man dazugehören will. Und dann gibt es Menschen wie Sven. Er fühlt sich missverstanden und findet immer weniger Anschluss. Er hat das Gefühl, niemals richtig dazuzugehören. Online entdeckt er eine Gruppe und Menschen, die sich für ihn interessieren und einfache Antworten und Ideen haben. Sie nutzen seine Unsicherheit aus und geben ihm Halt. Schritt für Schritt wird er immer tiefer hineingezogen und ist immer mehr überzeugt, dass diese Gruppen und ihre Ideen die einzig richtigen sind. Er ist immer weiter weg von seiner Familie und seinen alten Freunden. Er findet, nur er und seine neue Gruppe haben recht und alle anderen denken falsch. Immer mehr ist er gegen unsere Regeln und Freiheiten in der Schweiz. Er ist gegen Offenheit, Vielfalt und andere Meinungen. Das Sven und die, die gleich denken, finden, wie es in der Schweiz läuft, ist es schlecht. Alle Regeln und das Zusammenleben müssen anders sein. Dem sagt man Extremismus. Für den Extremismus gibt es nur schwarz oder weiss und richtig oder falsch. Also entweder ist jemand ein Freund oder ein Feind. Etwas anderes gibt es nicht. Von dem Extremismus gibt es verschiedene Formen. Zum Beispiel die Idee, dass Menschen aus anderen Ländern oder mit anderer Hautfarbe weniger Wert zeigen. Also Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das ist gegen unsere Regeln. Dem sagt man Rechtsextremismus. Oder es gibt die Idee, dass Geld und die Macht in der Schweiz komplett falsch verteilt sind. Bei wenigen grossen Firmen und bei den Reichen. Darum soll es keine Banken, keine grossen Firmen und keine Reichen geben. So Gruppen wollen die ganze Ordnung und Gesellschaft über den Haufen rühren. Das ist Linksextremismus. Oder Menschen akzeptieren wegen ihrer Religion nicht, wie wir miteinander umgehen. Respekt und Toleranz haben in ihrem Glauben keinen Platz. Sie lehnen darum die Regeln vom friedlichen und freien Zusammenleben ab. Sie sagen, nur ihre Idee von Religion bestimme, wie wir leben dürfen. Oder sie denken, Frauen sollen in unserem Land weniger Recht haben. Sie rufen sogar zu Hass auf gegen die, die aus ihrer Sicht den falschen Glauben haben. Dem sagt man religiöser Extremismus. Es gibt auch noch andere Formen von Extremismus. Sie alle sind gegen die Regeln und Freiheiten in unserem Land. Und sie erklären auch leidenschaftlich, warum. Das Sven geht noch weiter und will seine Meinung und seine Ansichten auch mit Gewalt durchsetzen. Er fordert andere dazu auf, hilft ihnen dabei oder kämpft selber mit Gewalt für seine Ideen. Das gibt es in jeder Form von Extremismus und heisst dann gewalttätigen Extremismus oder Gewaltextremismus. Und dann gibt es noch Gruppen von Extremisten, die wollen, dass alle anderen richtig Angst vor ihnen haben. Sie sind überzeugt, dass sie mit massiver Gewalt ihre Ziele erreichen können. Dem sagt man Terrorismus. Wenn sich also jemand wie Sven so einer extremistischen Gruppe anschließt, redet man von Radikalisierung. Und wenn sich jemand radikalisiert, fällt das meistens denen aus dem Umfeld auf. Also guten Freunden, den Kollegen, der Familie oder der Schule. Merkst du so etwas? Dann hol am besten Hilfe bei dir in der Schule oder an einer Beratungsstelle. Es gibt immer Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen, dass sie zurück in die Gesellschaft finden.